Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier zu Poppyhausen 2. Wie wir sehen, ist die Kirche etwas beleuchtet und es wird dunkel. Oder es ist schon dunkel, sagen wir mal so. Und deswegen, ich wollte es euch eigentlich nur zeigen, eine richtige Geschichte habe ich nicht geplant, aber es sieht ja wohl eigentlich doch recht cool aus, oder? Muss ich ja mal so sagen. Also ich finde es persönlich recht cool. Der Mond hat Käse. Ist ein Käsemond. Lol. Nee, muss ich sagen. Also ich persönlich finde es recht cool eigentlich, wie das aussieht. Ich habe da mal ein Screenie von gemacht. Und jetzt gehen wir erstmal einen Rund. Wir hätten hier so viel Zuckerrohr angebaut. Lol. Okay. Wer auch immer das war. Es war zu viel. So, pass auf. Wir gehen. Hallo Schaf. Tschüss Schaf. Schaf? Alter, du bist doch sonst ein One-Hitter. Was geht denn hier los? So, pass auf. Wir gehen erstmal eine Runde pennen. Und starten somit erstmal die Folge perfekt, würde ich sagen. Und dementsprechend beginnt man sowas halt einfach mit einem gemütlichen, gesunden, erholsamen Schlaf. So, heute, liebe Freunde, muss ich euch wahrscheinlich wohl etwas Enttäuschendes sagen. Für alle. Oh, hi. Alle, die aktiv am Bauevent teilgenommen haben, muss ich dazu sagen. Also heute gibt es die große Auflösung. Ich nehme es vorweg. Wahrscheinlich laufe ich jetzt Gefahr, dass der ein oder andere jetzt wahrscheinlich komplett abschaltet. Alter, verreckt doch einfach. Auch wenn ich Gefahr laufe, dass der ein oder andere jetzt wahrscheinlich komplett abschaltet und sagt, so ein Arschloch brauche ich nicht mehr. Ich würde es verstehen, aber ich bitte auch euch, mich zu verstehen. Denn es war nicht leicht, muss ich immer wieder sagen, wie ihr es mir gemacht habt. Sorry auch für meine Stimme, ich bin nach wie vor, bin ich erkältet und krank. Vielen lieben Dank auch für die ganzen Genesungswünsche. Dass ich schnell wieder gesund werden soll und so weiter und so fort. Das hat mich dann doch ein bisschen großherrlich extremst berührt. Oh, jetzt habe ich ja gerade einen Zucker gekriegt. Hast du das gesehen, Alter? Ich war voll am Zucken. Nein, vielen lieben Dank für die Gesundheitswünsche, Genesungswünsche. Ich habe sie natürlich alle gelesen und verschlungen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich niemanden ins Projekt holen werde, weil ich kein Haus nehmen werde. Und zwar kann ich da ein bisschen zu erzählen. Aber wo zählen? Das muss ich selber mal ganz kurz zählen. 1. Wie weit machen wir das denn? 2, 3, 4. Und dann machen wir das nächste Fenster richtig. Das heißt, wir zimmern jetzt hier. Ne, hier. Da kommt die Decke rein. Jetzt habe ich natürlich alles Holz weggeschmissen, ne? Warte, wir machen das mal so aus Spaß for Fun und markieren das einfach mal. So, da machen wir die nächste Decke rein. So, und zwar Erklärung, warum das so ist. Warum ich keinen nehme. Ich habe mich mit Christina unterhalten, weil ich habe es alleine nicht gebacken bekommen. Es waren Häuser dabei gewesen, die fand ich persönlich richtig geil. Allerdings nur in einer Etage. Das heißt, du bist sozusagen, reingekommen und hast gedacht, wow, richtig geil. Und dann kamst du in die nächste Etage, wo ich dann auch gesagt habe, okay. Selbst Christina, die hat dann geschluckt und musste manchmal auch laut loslachen, was so manche Leute sich davon versprochen haben, wie sie das Haus gestalten haben. Das war mal ein richtig geiler Move. Muss ich sagen, habe ich auch nicht so wirklich verstanden, was da so hintersteckt, was die Idee gewesen ist. Sorry, aber das habe ich echt nicht verstanden bei manchen Bauten. Dann hat es mich enttäuscht, muss ich auch dazu sagen. Also ich war auch enttäuscht. Es gab insgesamt, es gab insgesamt einen ganzen Arsch voll Anfragen, Anmeldungen, Mitteilungen. Teilweise sogar, ich habe jetzt gerade das E-Mail-Programm mal aufgerufen, teilweise sogar tatsächlich Beleidigungen. Der Patrick. Teilweise tatsächlich Beleidigungen.
gesendet. Ich muss erstmal ganz kurz gucken, wann das nächste Ding gewesen ist. Poppys Haus, Poppys Haus, Poppys Haus. Ihr habt ja alle diese E-Mail gekriegt. Poppys Haus, Poppys Haus, Poppys Haus, Poppys Haus. Also ich habe insgesamt bekommen, ich markiere das einfach mal. Ich hoffe, das kann man damit dann auch erkennen, wie viele E-Mails rausgeschickt worden sind. Steht nicht drin, wie viele markiert sind. Verdammt! Oh, das ist ein Scheißprogramm. Ich bin ja gerade im Outlook drin, muss ich dazu sagen, kleine Schleichwerbung, und hab das jetzt alles markiert und jetzt ist halt die vor 61 markierte Elemente. So, das heißt, ich habe 61 markierte Elemente, das heißt, Jojo hat 61 Mal geantwortet, plus zwei neue, die ich jetzt heute Nacht oder vorletzte Nacht und letzte Nacht und vorletzte Nacht erhalten habe. Die beiden Anmeldungen noch, die leider Gottes nicht mehr mitmachen konnten. Für die Leute, die es jetzt sehen, es tut mir leid, aber das Event habe ich dann geschlossen gestern Abend. Gestern Abend im Sinne von, ja doch, der Part kommt heute, genau. Also sprich im Sinne von wirklich gestern Abend, es kann nicht mehr gebaut werden. Aus dem einfachen Grunde, ich habe mich dazu entschlossen, das zu tun, weil ich ein bisschen, ja, habe ich ja schon gesagt, enttäuscht bin. Ich muss erstmal gerade meine Worte sammeln, weil ich mich so ein bisschen konzentrieren muss hier. Weil ich so ein bisschen enttäuscht bin. Wie gesagt, es sind so unwahrscheinlich viele Anmeldungen. Und nur, ich glaube, 4 oder 5 Häuser wurden bebaut. Das fand ich jetzt nicht so toll, Leute. Muss ich sagen, ich habe mir da ein bisschen mehr von versprochen, weil ich bezahle und finanziere diese Server, muss man auch dazu sehen. Also ich kriege sie ja nicht geschenkt. Ne? Der Jojo kriegt ja auch Geld dafür, dass ich ihn dazu animiere, dass er mir 2 Server vor allem auch zur Verfügung stellt, freundlicherweise, und die auch noch hegt und pflegt, als seien sie seine eigenen. Muss ich immer dazu sagen. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Und wenn dann solche Anmeldungen kommen, wo ich sage, Alter, geile Resonanz, es macht mir richtig Spaß, da mitzumachen. Und dann stelle ich nachher fest, es sind nur 5 Gebäude bebaut. Und von diesen 5 Gebäuden sind vielleicht, ich meine, ich weiß, es war keine leichte Aufgabe, deswegen habt ihr auch extra ein bisschen mehr Zeit bekommen. Und von diesen 5 Gebäuden ist auch nur die Hälfte bebaut worden. Sorry, Leute. Sorry, Leute, aber das ist dann nicht mehr mein Fall. Deswegen, ich habe geguckt, war teilweise echt begeistert von dem, was da rausgekommen ist, muss ich auch sagen. Also es ist ja nicht nur Scheiße rausgekommen. Aber es ist tatsächlich so, dass von diesen Gebäuden, die da gebaut oder bebaut worden sind, eine Etage richtig geil war, die zweite Etage angefangen wurde und die dritte Etage nur abgerissen von dem, was ich gemacht habe, weil die verändert werden sollte und gar nicht weitergemacht ist. Das fand ich natürlich auch so ein bisschen krass. Also ich weiß, es sind jetzt gerade Sommerferien. Ich weiß auch, es gibt Leute, die fahren in Urlaub oder sind in den Urlaub gefahren. Weiß ich auch. Dann frage ich mich allen Ernstes, warum melde ich mich dann erst noch zu so einem Event an? Wenn ich weiß, ich werde eh nicht fertig. Wenn ich weiß, ich habe vielleicht auch gar kein Interesse mehr dran, das irgendwann weiterzumachen. Wenn ich weiß, dass mir die Aufgabe... Scheiße. Wenn ich weiß, dass mir die Aufgabe einfach zu schwierig ist, weil sie zu umfangreich ist, dann lasse ich es doch einfach. Dann schreibt es mir doch bitte einfach in die Kommentare rein, dann weiß ich, woran ich bin. Dann muss ich mir da jetzt nicht so die Platte machen, wie schaffe ich das Ganze organisatorisch und so. Weil es ist ein echter Aufwand. Es ist ein richtiger Aufwand und ein richtiger Akt, das jedes Mal wieder neu für euch vorzubereiten. So, dass es dann auch läuft. Also jetzt nicht von meiner Seite aus, sondern ich denke da so eher an die Leute Jojo und Schnigge. Weil Jojo und Schnigge, das sind die beiden Admins, die dafür eben extra ins Leben gerufen worden sind. Und die haben sich echt eine Platte gemacht. Wie kann ich das so machen, dass zum einen der alte Sack, in diesem Fall meine ich mich, damit zufrieden ist, mit dem, was ich hier tue. Und... Ah, schade, ich dachte, das passt. So gnadenlos rein. Und wie ist es, dass eben auch die Zuschauer dann auch vernünftig ohne Probleme bauen können? Ich meine, es war jetzt einer bei gewesen, dem wurde anscheinend sein Account gehackt.
Der war selber auf Klassenfahrt, glaube ich, wie ich das so mitgekriegt habe. Und hat dann eben halt gesagt, okay, ich mache danach weiter. Es ist hier alles safe. Es kann da niemand an das Gebäude ran. Und dann mache ich danach weiter, wenn ich wiederkomme, natürlich. Und dann wurde sein Account gehackt. Gut, ich kann da nicht viel machen, muss ich dazu sagen. Wenn ein Account gehackt wird, dann wird er gehackt. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Dann ist es halt die Story dumm gelaufen. In der Tat. Aber ich kann da nichts machen. Ne? Da müsst ihr euch dann tatsächlich an Mojang wenden, an den Support von Minecraft, wo ich immer wieder drauf hinverweise. Denn, wie gesagt, ich habe keinen Einfluss drauf. Ich kann da nichts machen. Das ist halt der Hintergrund, warum ich immer wieder sage, Leute, wenn ihr irgendwelche Probleme wie welchen habt mit euren Accounts, wendet euch an den Hersteller. Punkt. Ja, ich bin da kein Supporter von diesen Leuten, die dieses Spiel entwickeln. Ich spiele es selber nur. Ich habe es auch gekauft, so wie jeder andere auch. Gut, vor einiger Zeit, wo ich es eben noch für etwas deutlich günstiger Geld bekommen habe als jetzt. Oh, das war zu viel. Na, und ist halt der Vorteil, wer zuerst kommt, malt zuerst, ist eine ganz andere Kiste. So, und wo ich mich halt drüber aufgeregt habe, ist halt über die Häuser, so wie Christina auch. Ich habe mir dann Christina zu Rate geholt und gefragt, hier, pass auf, Schnecker, wie können wir das machen? Welches Haus nehmen wir? Welches Haus passt am besten zu uns und zu unserer Stadt? Weil ich muss natürlich gucken, dass es auch zum Stadtbild passt. Ne? Also dass man kann nicht irgendwo einfach irgendeine Sache bauen und dann sagen, das ist geil. Klar, es gibt geile Häuser. Es hat zum Beispiel auch wieder einer angefangen, das komplette Haus umzubauen, obwohl ich ausdrücklich vorher gesagt habe, nee, nicht machen. Ne? Trotzdem wurde es getan. Das wird dunkel. Nee, trotzdem wurde es getan und das ist das, was mich auch wieder so ein bisschen stört. Aber da kann ich halt drüber hinwegsehen. Ich sag mal, wenn das Haus geil gewesen wäre und auch wirklich von der Innenausstattung her okay gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, komm, bevor wir gar nichts haben, machen wir das. Weil es tut mir immer in der Seele weh. Man plant und man organisiert so ein Ding. Die Leute freuen sich drauf, melden sich an. Es wird gerade tierisch dunkel, ne? Die Leute melden sich und freuen sich drauf, melden sich an und so ein Scheiß und dann kannst du nichts nehmen, weil einfach nichts passt. Ne? Das muss man auch immer so sehen. Es passt da einfach wirklich gar nichts dazu und das war halt das große Problem, weswegen wir dann gesagt haben, oh, ich nehme genau die falsche Tür, weswegen wir dann auch gesagt haben, nee, pass auf, wir lassen das. Ich hatte erst die Überlegung gehabt, als Ausgleich ein Mädchen reinzuholen. Ne, eine weibliche Person, weibliche Spielerin, woraufhin Christina sagte, nee, das gibt Knatsch. Weil klar, jeder ist von seinem Haus, was er gebaut hat, schwer überzeugt. Jeder sagt, ja, aber mein Haus war doch das Beste und das Schönste. Verstehe ich auch, weil jedes Haus ist auf seine Art und Weise natürlich immer geil. Ne? Es ist überhaupt keine Frage, steht auch völlig außer Frage. Und da ist halt einfach der Punkt, wie gesagt, also wenn ich mir das aussuchen könnte, habe ich schon gesagt, ich hätte vier Häuser, aus denen ich eins machen wollte. Vielleicht mache ich das auch. Das heißt, ich baue jetzt das Haus dann in den nächsten Parts irgendwann selber zusammen. Und da ist dann halt einfach der Punkt. Und ich werde mir frecherweise tatsächlich die ein oder andere Etage von dem einen oder anderen dann auch abgucken, verändern, anpassen und dann reinnehmen. Aber ich werde aus Fairnessgründen, ich hoffe, das versteht er jetzt auch, keinen Zuschauer reinlassen. Da haben Christina und ich uns drüber unterhalten, wie sieht das aus, was können wir da am besten machen, so dass wir vielleicht doch noch einen reinkriegen. Und da hat sie gesagt, nee, pass auf, es macht keinen Sinn, aus dem einfachen Grunde nicht, weil es sonst unfair werden würde. Und da hat sie recht. Da hat sie einfach recht. Wenn ich jetzt sage, pass auf, wir lassen beispielsweise, ich nenne mal keinen Namen, wir lassen ein Mädchen rein, mit dem Hintergrundgedanken, damit Christina und Shironaya nicht alleine sind. Na, und da habe ich dann, hat Christina gesagt, nee, pass auf, das ist unfair. Das machen wir nicht, weil die Leute geben sich Mühe. Also ihr gebt euch tatsächlich wirklich Mühe, muss man auch ganz klar sagen. Ne, die Leute, die bauen, die machen sich da manchmal auch eine richtige Platte. Was steckt dahinter, was kann ich tun? Dann gibt es auch Leute, die machen trotzdem mit, oder ich sag mal, die machen mit, obwohl sie sagen, ja, Innenausstattung ist nicht meine Welt. Ich warte lieber auf Außen,
Sachen, aber ich mache trotzdem einfach mit, um dabei zu sein, dass ich halt im Gespräch bleibe. Finde ich voll gut. Die Person weiß wahrscheinlich, wen ich gerade meine. Also ich kriege alles mit, ich höre alles, natürlich, ist ja auch mein Projekt. Und ich weiß eben halt drum, jetzt wäre es beinahe passiert. Ich weiß eben halt drum, was da geredet wird, ne? Hinter meinem Rücken, über mich, mit mir und so weiter und so fort. Und das sind halt so die Sachen, wo ich persönlich dann natürlich sagen, ja, okay, respektiere ich. Weiß ich fürs, Alter, das wäre es jetzt gewesen. Wenn ich hier runterrasse, bin ich tot. Weiß ich fürs nächste Projekt. Da ist was faul. Das habe ich scheiße gebaut, ne? Da weiß ich fürs nächste Projekt, ich mache das nicht nochmal mit dem Haus, sondern ich mache das fürs nächste Projekt mit was anderem. 1, 2, 3, das ist einer zu wenig. Mann. Dann muss ich mich doch nochmal durchbauen. Scheiße, ist einer zu wenig? Super. Das heißt, ich muss den hier hinsetzen. Dahin, das wird die Etage. Und dann mache ich das Ganze nochmal. Ich muss ganz kurz überlegen und planen hier ein bisschen. Dieser alte Aufwand. So, okay, das machen wir so. Nee, und ich hoffe, ihr versteht es. Ne? Ich hoffe, ihr versteht es, dass ich jetzt sage, ich hole jetzt keinen ins Projekt. Werde nach meinem Urlaub, muss ich auch dazu sagen, also es wird jetzt, heute Morgen, nächste Woche, kein neues Bauevent geben. Aus dem einfachen Grund, ich fahre in den Urlaub. Ne? Und ich kann mich da nicht drum kümmern. Ihr bleibt trotzdem so lange weiterhin meine Zuschauer, dass man sich in meinem Urlaub so ein bisschen noch kommunizieren kann. Und da bitte ich euch auch drum. Das machen wir bei einer anderen Folge. Das machen wir bei einer gemütlichen anderen Folge, worum ich euch bitte, das ist keine Frage. Aber ich hoffe, ihr versteht bitte meine Entscheidung, warum ich sage, ich hole kein aktuell ins Projekt rein. Ich hoffe, ihr versteht's. Ich hoffe, ihr seid nicht ganz stinkig auf mich. Und ich denke, das ist einfach die vernünftigste und fairste Lösung und Entscheidung jedem gegenüber. Auch wenn es jetzt dem einen oder anderen erstmal unfair vorkommt. Ich hoffe, ihr versteht es. Ich hoffe, ihr versteht, was ich ausdrücken möchte mit meinem Gestammel hier. Und dementsprechend wünsche ich euch trotz allem jetzt erstmal einen schönen, gemütlichen, köstlichen, gesunden Tag. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder zum nächsten Part. Wie gesagt, ich werde von dem einen oder von dem anderen mir was abgucken. Das auf jeden Fall. Werde auch sagen, von wem das... Nee, werde nicht sagen, von wem das ist, weil die Schilder, das ist leider Gottes so, dass die Beschilderung, habe ich auch scheiße beschrieben, muss ich auch dazu sagen, liegt vielleicht auch ein bisschen mit an mir. Die Beschilderung an den Häusern, ich weiß ja immer nicht, wer ist. 1, 2 und der dritte ist es dann so. Wer ist, das wusste ich immer oder weiß ich halt immer nicht, deswegen hatte ich völlig vergessen zu sagen, schreibt bitte Schilder ans Haus, damit ich weiß, von wem das Haus ist. Das hat beim Rathaus super gut geklappt. Und bei den Häusern leider gar nicht. Und deswegen weiß ich auch nicht, von wem jetzt der einzelne Part ist. Der ein oder andere wird es erkennen. Der wird sich dann auch, denke ich mal, zu Wort melden und sagen, oh, hier, das ist von mir. Mach das ruhig mal bitte. Oh, das sieht ja awesome aus. Cool. Mit dem Strand da hinten? Geil, da kannst du vielleicht eine Strandbar machen oder so. Okay, nee. Da bitte ich halt einfach um Verständnis, dass ich das jetzt so nicht machen kann, weil einfach die Leute nicht entschlossen genug fertig geworden sind. Sag ich mal so. Nicht entschlossen genug gebaut haben. Und dementsprechend ist nichts wirklich fertig geworden, muss man auch sagen. Derjenige, der das Haus komplett hat umgebaut, der wird sich jetzt auch angesprochen fühlen und wissen, wen ich meine. Der hat die Aufgabe etwas missverstanden. Ich weiß, was du drauf hast. Hast du ja schon oft genug jetzt auch geschrieben. Dennoch, wenn eine Aufgabe ist, mach sie bitte so, wie ich es gerne hätte und nicht, wie du es gerne möchtest.
Denn das ist ja der Trick an der ganzen Geschichte, dass einer was vorgibt und die anderen sollten sich danach richten. Ganz einfach. Ist nicht schwer. Kann jeder. Ja, da meine Stimme, die ist so widerlich. Genau, so liebe Freunde, dann würde ich sagen, bewertet den Part, lasst mir einen Daumen nach oben da und hoffentlich ein Abo. Wir machen weiter, nächste Folge hier oben mit dem Turm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch ich den noch bauen werde. Ich muss mir das mal überlegen. Wir sind jetzt bei Stockwerk 3, ne? Ob ich noch ein viertes oben drauf setze oder ob ich es... Doch, muss ich ja machen. Das heißt, damit der Turm dann auch proportional zum Haus passt, ne? Weil das Dach kommt ja auch noch mit drauf und sowas alles. Mal gucken. Guti, dann danke fürs Zuschauen. Danke auch alle denjenigen, welchen die mitgemacht haben bei dem Bauevent. Nächstes Mal würde ich mir ein bisschen mehr Einsatz wünschen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann, ciao!